Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst lassen die Gewerkschaften die Muskeln spielen. Die laufenden Verhandlungen für die 2,3 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen endeten ergebnislos und nun wird gestreikt. Erste Warnstreiks mit regionalem Bezug beginnen an diesem Dienstag, wie die Gewerkschaft Verdi ankündigte. Die Schuld an den Streiks schoben sie zuvor aber den Arbeitgebern zu.